Hallo zusammen und willkommen zurück zu einem neuen Video beim Kuchi-Institut für Sprachwissenschaft. In diesem Video möchte ich euch ein paar albanische Sprichwörter vorstellen, die man auch so im Kosovo verwendet in der gesprochenen Sprache. Einige dieser Sprichwörter, beziehungsweise viele dieser Sprichwörter, habe ich auch in meinem neuen Buch Sprachführer Albanisch Reise im Kosovo festgehalten. Dort gibt es ein Kapitel extra für die Sprichwörter. Die werden auch übersetzt, also sinngemäß meistens, und auch erklärt. Und genau, ich möchte euch ein paar dieser Sprichwörter hier in diesem Video heute vorstellen. Das erste Sprichwort lautet Chorba e lir tidjek buzd. Chorba heißt Suppe, e lir günstig, billig, tidjek verbrennt dir, buzd die Lippen. Das heißt, die günstige, die billige Suppe verbrennt dir die Lippen. Das will heißen, beziehungsweise das bedeutet natürlich sowas wie, dass man nicht etwas Billiges nehmen sollte, was vielleicht eine schlechte Qualität hat, sondern dass man etwas, vielleicht etwas Teureres nehmen sollte, was hoffentlich oder vermutlich eine bessere Qualität hat. Das sollte einem nicht die Lippen verbrennen, nichts kaputt machen, und damit ist man wahrscheinlich besser beraten, als wenn man etwas Billiges nimmt. Ein anderes Sprichwort lautet Etreta Everteta, das dritte die Wahrheit auf Deutsch übersetzt. Oder sinngemäß übersetzt, alle guten Dinge sind drei. Ein anderes lautet Kali Plak Nukhün ne Brast. Kali Plak, das alte Pferd, Nukhün ne Brast, geht nicht in den Graben. Brast heißt, glaube ich, Graben. Jedenfalls bedeutet das so viel wie, alte Pferde lassen sich nichts beibringen. Oder auch alten Menschen kann man nichts mehr beibringen. Alte Menschen lassen sich nicht belehren. Also wenn jemand alt ist, denkt er natürlich, er weiß vieles oder alles und dass er weise ist. Und oft kann man alten Menschen nicht mehr was beibringen, so wie zum Beispiel jungen Menschen, Kindern und so weiter. Ein anderes Sprichwort heißt Kukotem koeve zjar. Wo es Rauch gibt, gibt es auch Feuer. Das heißt, wo etwas, ja, vielleicht, wo man vermutet, wo man den Anschein hat, dass etwas, ja, nicht so schön sein könnte, wo etwas vielleicht schlecht ist, dort verbirgt sich meistens auch etwas sehr viel Schlechteres. Wenn man bei irgendeiner Sache ein schlechtes Bauchgefühl hat, dann könnte man vermuten, dass es wahrscheinlich auch vielleicht sogar noch schlimmer ist. Und genau, wo es Rauch gibt, gibt es auch Feuer. Auf Deutsch gibt es ja dieses Sprichwort, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Das gibt es auch auf Albanisch, und zwar sowohl mit Apfel als auch mit der Birne. Auf Albanisch heißt die Variante mit dem Apfel Mola, pik, nër, mol. Mola, der Apfel, pik, nër, mol, fällt unter den Apfelbaum. Mol heißt sowohl Apfel als auch Apfelbaum. Das gilt für alle Früchte so. Das heißt nicht nur die Frucht selbst, sondern auch der Apfel, der Fruchtbaum, der Obstbaum. Das heißt, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Die Variante gibt es auch mit der Birne. Und zwar sagt man da Dorda, bien, nër, dord. Dorda, die Birne, bien, fällt, nör dort, unter den Birnenbaum. Nör heißt eigentlich unter, so wie ich es kenne. Und genau, also auf Albanisch wird es etwas anders gesagt als auf Deutsch. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Ein anderes Sprichwort lautet Meja dhon gishtin, tamer krejt doren. Das bedeutet, gib ihm den kleinen Finger oder gib ihm den Finger und er nimmt die ganze Hand, er reißt die ganze Hand. Das heißt, wenn man jemandem etwas Gutes tut, dann wird er schnell gierig und will noch mehr. Irgendwie sowas, ich weiß nicht, ob es sowas auch im Deutschen gibt, das ist mir jetzt nicht bewusst, aber ich denke, das ist leicht verständlich. Ein weiteres heißt Besnik bono, por bes mos sin. Das heißt so viel wie sei treu, aber vertraue niemandem. Ein anderes Sprichwort, was man auch im Deutschen kennt, lautet auf Albanisch Çkamiel kor. Du erntest, was du säst. Das deutsche Sprichwort Lügen haben kurze Beine gibt es auch auf Albanisch. Und zwar lautet es dort etwas anders, aber sehr ähnlich. Und zwar Rena i ka komt të shkurtra. Rena heißt die Lüge, also in der Einzahl. I ka hat kommt Beine të shkurtra. Kurz, also die Lüge hat kurze Beine. Das Sprichwort besser spät als nie gibt es auch auf Albanisch, das heißt Mamir von se kur.
besser spät als nie, dasselbe, ja, es heißt genau dasselbe auf Albanisch. Dann gibt es noch eine interessante Phrase, ein Sprichwort, eine Redewendung, und zwar sein Wort nicht halten. Das sagt man auf Albanisch wie folgt: Mi hunger fjord. Manche sagen auch fjord e veta. Auf Deutsch übersetzt heißt es, seine eigenen Worte essen. Das bedeutet, sein Wort nicht halten. Das Sprichwort aus den Augen, aus den Sinn gibt es auch auf Albanisch. Das heißt dort larg syve, larg zemres. Also fern den Augen, fern der Augen, fern des Herzens. Also man sagt es nicht aus dem Sinn, sondern aus dem Herz auf Albanisch. Larg syve, larg zemres. Aus den Augen, aus den Sinn. Ein anderes Sprichwort lautet Chani chale noktahan. Ein Hund, oder der Hund, der bellt, beißt nicht. Hunde, die bellen, beißen nicht, sagt man ja auf Deutsch. Ein anderes bekanntes Sprichwort ist Bug, Krüb oder Krüb, Ersämer. Es heißt wortwörtlich Brot, Salz und Herz oder Liebe. Was will das heißen? Das kann man auf verschiedene Art und Weisen interpretieren. Zum Beispiel, dass man sich mit wenig zufrieden gibt. Das ist das Nötigste, womit es einem gut geht. Brot, Salz, etwas zu essen und Samer, Herz oder Liebe, das reicht einem Menschen aus, um zufrieden zu sein, damit es einem gut geht. Ein anderes bekanntes Sprichwort lautet Duaje adheon si shqiponja folen. Das bedeutet, liebe das Heimatland, so wie der Adler das Nest. Ein anderes Sprichwort ist Qështu e kajeta. Qështu oder Qështu e kajeta heißt, so ist das Leben. Auf Albanisch sagt man wortwörtlich, so hat es das Leben. Ein letztes Sprichwort, das ich euch zeigen möchte, heißt Kushkavdek përade nukavdekur përkale. Wer für das Heimatland gestorben ist, ist nicht gestorben, sondern wiedergeboren, wie neugeboren. Und das hört man oft im Kosovo, in Albanien, im albanischen Sprachraum. Ich glaube, das kommt ursprünglich aus Shkodër, dieses Sprichwort. Ich weiß es nicht genau, aber das ist sehr bekannt, sehr berühmt. Diese Sprichwörter und noch viele weitere findet ihr in meinem neuen Buch Sprachführer Albanisch – Reise im Kosovo. Das hat ungefähr 300 Seiten. Und da findet ihr noch weitere Themen, Reise, Ankunft, Unterkunft, Essen, Freunde treffen, Familie, Berufe, Tiere, Tod, Beerdigung, Liebe und so weiter. Alles Mögliche findet ihr in diesem Sprachführer, der ist auf Amazon erhältlich. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Like das Video, schreibt einen Kommentar, abonniert meinen Kanal für weitere Videos zum Albanischen in der Zukunft. Vielen Dank nochmal und wir sehen uns im nächsten Video beim Kuchi-Institut für Sprachwissenschaft. Ciao, Tunga Teta, Përshëndetje.